abnehmen, Rücken- und Gelenkschmerzen reduzieren oder einfach fit ins Alter starten, das sind Ziele, die eigentlich jeder von uns verfolgt. Und ich möchte dir anhand des Prinzips von James Clear aus der 1%-Methode kurz erklären, wieso wir häufig überschätzen, was wir in kurzer Zeit erreichen können, aber unterschätzen, was wir in langer Zeit erreichen können und dir dann 5 Tipps geben, wie du Training langfristig in deinen Alltag integrierst. Schauen wir uns diese Darstellung an, in der es darum geht, dass wir häufig erwarten, linearen Erfolg über die Zeit zu haben. Bedeutet am Anfang mit etwas wenig Zeit auch schon weniger Erfolg haben, bis hin zu viel Zeit und viel Erfolg. Jetzt ist es aber so, dass am Anfang man häufig den Erfolg noch gar nicht sieht, egal ob das im Bereich Ernährung, Training ist. Das bedeutet, der Erfolg setzt später ein, als wir es eigentlich erwarten. Und diesen Bereich zwischen unseren Erwartungen und der Realität nennt man das Tal der Enttäuschung. Und es hilft schon mal, wenn man sich vor Augen führt, dass es dieses Tal der Enttäuschung gibt, dass man einfach kontinuierlich an seinen Zielen weiterarbeiten muss, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein, weil dann irgendwann erreicht man einen Punkt, wo wirklich dann auch das, was man erreichen kann, die eigenen Erwartungen übertrifft. Wir sprechen jetzt über 5 Tipps, wie man Training langfristig in seinen Alltag integrieren kann. Und erst habe ich überlegt, dass ich euch einfach diese 5 Tipps hier zusammenfasse und darstelle. Aber ich dachte, das ist eine viel bessere Idee. Ich frage die Leute, die wirklich schon über Jahre, Jahrzehnte Training in ihren Alltag integrieren konnten, nämlich unsere langjährigen Mitglieder. Und da habe ich 5 Tipps zusammengefasst, die für dich relevant sind. Der erste Tipp und vielleicht einer der wichtigsten ist die richtige Motivation. Finde also dein Warum. Warum willst du mit dem Training anfangen? Was möchtest du erreichen? Ich habe unterschiedliche Sachen gehört, zum Beispiel, dass jemand fit sein will für die Enkel, weil er mit denen auf dem Spielplatz noch mithalten können will oder die auch mal hochheben möchte. Auf der anderen Seite habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, ich mache das für mein Herz, für meine Herzgesundheit, weil familiär vorbelastet da schon Herzerkrankungen waren und er möchte einfach möglichst lange gesund sein und für sein Herz möglichst viel tun. Dann aber auch für Beweglichkeit im Alltag, also einfach flexibel zu sein, auch wenn die Anforderungen des Alltages auf einen zutreffen, dann auch mal auf den Boden zu kommen und ohne Beschwerden wieder hochzukommen, ohne Schmerzen. Und vielleicht auch einfach für ein gesundes und langes Leben an Bord zu sein und da gut den Alltag meistern zu können, also einfach auf nichts verzichten zu müssen. Und eine Person fand ich auch ganz spannend, die hat gesagt, ich esse und trinke einfach super gerne und damit ich mir das erlauben kann für meine Figur, muss ich eben ab und zu auch ins Training kommen. Da habe ich auch die ein oder andere Parallele gefunden. Der zweite Punkt, den ich häufig gehört habe, sind tatsächlich feste Trainingszeiten. Also ähnlich wie, als würde man zum Tennis oder zum Fußballtraining gehen, macht euch feste Trainingseinheiten, zum Beispiel dienstags und donnerstags. Immer um 9 Uhr ist dann Zeit für das Training. Warum sollte das Individualtraining im Fitnessstudio immer nur in den freien Zeiten möglich sein? Sondern warum blockt man sich nicht auch und priorisiert das Training vielleicht auch? Und wenn dann jemand fragt, hast du am Dienstag um 9 Uhr Zeit, dann kann man ja sagen, hey, ich habe da mein Training, ich kann da leider nicht. Und diese festen Trainingszeiten helfen vielen, dann auch das langfristig in den Alltag integrieren zu können. Und häufig habe ich auch gehört, wenn es dann dienstags zum Beispiel um 9 Uhr nicht klappt, weil irgendeine Verabredung ist, die wir einhalten müssen, dann versuchen wir schon auch einen Alternativtag einzubauen. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, da auch nicht nach Perfektionismus zu streben, sondern auch mal 5 gerade sein zu lassen, hilft einem dann wirklich auch langfristig am Ball zu bleiben. Drittens, für das gute Gefühl. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich brauche das Training, damit ich mich schmerzfrei und beweglich fühle. Ich fühle mich nach dem Training deutlich entspannter, weniger gestresst. Ich habe weniger Rücken- und Gelenkbeschwerden. Und dieses Gefühl zu erleben, das ist natürlich wahnsinnig wertvoll als Motivation, das auch regelmäßig zu machen. Und andersrum ist es auch so, zum Beispiel in Zeiten, wo man lange aufs Training verzichten musste, merkt man dann auch, was einem fehlt, weil vielleicht die ein oder anderen Beschwerden zurückkehren, die man durch Training langfristig sehr, sehr gut im Griff hatte. Also einfach dieses gute Gefühl zu spüren und das als Motivation, als Belohnung zu nehmen, wieder ins Training zu kommen, sich das vor Augen zu führen, hilft auch am Ball zu bleiben. Dann Punkt Nummer 4. Da habe ich viele Leute gefunden, die sagen, hey, ich habe einen Trainingspartner, eine Trainingspartnerin und wenn ich keinen Bock habe, dann hat mein Trainingspartner oder meine Trainingspartnerin Lust auf Training und sagt, ach komm schon, wir müssen heute zum Training gehen. Ist bei mir persönlich auch so, meine Frau motiviert mich zum Training, wenn ich keine Lust habe und andersrum. Das heißt, wenn möglich, such dir jemanden, mit dem du gemeinsam zum Sport gehst, dich dann auch noch wie in der anderen Regel verabredest und dann hast du eine Verbindlichkeit, wo es nochmal schwerer fällt, wenn vielleicht der innere Schweinehund an die Tür klopft und sagt, nee, heute vielleicht nicht zum Training,
du hattest schon einen anstrengenden Tag, dass der andere dann halt vorm Studio steht und wartet, ist da eine Top-Motivation. Also such dir idealerweise einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin. Das kann man natürlich auch toll in den Gruppenkursen, die wir anbieten, umsetzen. Das heißt, buch dich in den Kurs ein, geh zu einem Kurs, der dir zusagt, macht Sport mit Leuten, die vielleicht ähnliche Ziele haben wie du, und es motiviert dich einfach nochmal diese Verbindlichkeit zu haben und mit anderen Menschen gemeinsam zu trainieren. Und damit kommen wir auch schon zum fünften und letzten Punkt, und das ist die Atmosphäre. Viele Leute haben uns gesagt, ja, ich komme einfach gerne nach hier, weil ich mich wohlfühle bei euch, weil ich mich wohlfühle unter den Menschen, die da trainieren. Das ist wie ein zweites Zuhause, haben wir auch häufiger gehört. Das heißt, such dir vor allem ein Studio, in dem Gleichgesinnte sind, in dem Leute sind, die ähnliche Ziele haben wie du, die vielleicht in einer ähnlichen Lebensphase sind wie du, vielleicht auch ähnliche Beschwerden haben. Das heißt, da kannst du dich besonders gut und heimisch fühlen und gehst dann natürlich auch gerne hin. Wenn du in einem Studio trainierst, wo du immer mit Unbehagen hingehst und dich nicht wirklich wohlfühlst, dann ist das natürlich nicht förderlich für deine Trainingskontinuität. Wenn dir das Video gefallen hat und du kein Video dieser Art mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne den Kanal, lass einen Daumen da und schreib uns mal deine besten Tipps unter das Video in die Kommentare, wie du regelmäßig auch dafür sorgst, dass du ins Training gehst.